Es ist Samstagmorgen. Ich fahre heute nach Karlsruhe zu meiner Familie. Ich war schon seit Weihnachten nicht mehr zu Hause, also Ewigkeiten. Und dieses Wochenende ist ein Familienfest und das habe ich zum Anlass genommen, mal wieder heimzufahren. Bleib auch fast eine Woche bis nächsten Donnerstag und ich habe wieder ein Auto geliehen bekommen. Mein Papa und meine Stiefmama haben mir wieder ihr Auto übers Wochenende ausgeliehen. Deshalb fahre ich jetzt ganz gemütlich nach Karlsruhe und nehme euch ein bisschen mit. So, Vloggen in der Heimat hat super geklappt. Es ist Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, 5 Tage später und ich glaube, ich habe keine einzige Aufnahme gefilmt. Habe sie ja zu Hause einfach nicht auf die Reihe gekriegt. Ich habe eigentlich die ganze Zeit nur mit meiner Familie genossen und dann am Sonntag war ich, wie gesagt, auf einem Familienfest eingeladen. Und außerdem habe ich super viel zu schneiden, weil die High-End-Woche ja noch läuft. Und heute wollte ich euch mal nochmal ein bisschen mitnehmen. Hauptsächlich, glaube ich, um ein bisschen meinen Hund zu filmen. Und der wartet auch schon ganz ungeduldig auf mich im Garten, weil er jetzt erstmal eine Runde spazieren gehen will. Und das mache ich heute als allererstes. Wir gehen in den Garten. So schönes Wetter heute Morgen. Beim Gassi gehen war es noch ein bisschen kalt, aber jetzt kann ich mir gerade durchaus vorstellen, in den Garten zu sitzen zum Schneiden. Komm, gib's mir. Fein. Es exportiert gerade ein Video, deswegen kann ich gerade nichts machen und dachte mir, ich spiele eine Runde Frisbee mit dem Hund aus. Sieht so eklig aus. Aber er findet's cool. Fängst du die? Fang! Ja, fein! Die tatsächlich gefangen. Naja, jedenfalls glaube ich, mache ich mir jetzt noch einen Kaffee, warte, bis das erste Video exportiert hat. Und dann ziehe ich raus in den Garten. Bis 5 Stunden. Deshalb sind auch meine Haare nass und ich bin jetzt ungeschminkt und
Hallihallo, es ist Freitag. Ich bin ein bisschen heiser, entschuldigt das bitte. Meine Stimme spinnt in der letzten Zeit ein bisschen rum. Generell geht es mir diese Woche gesundheitlich nicht so super gut. Ich hatte ganz schlimme Probleme mit meinem einen Auge. Es hat sich jetzt wieder einigermaßen geklärt. Deswegen habe ich auch noch gar nichts gevloggt diese Woche. Ich war wirklich einfach die ganze Woche super schlecht drauf und nicht so ganz auf der Höhe, was alles angeht. Heute war ich vormittags in der Uni, da hatte ich einen Kurs und jetzt gehe ich gleich los, beziehungsweise eigentlich muss ich jetzt genau in diesem Moment los zum Fitnessstudio. Leo und ich haben jetzt ein Fitnessstudio gefunden, wo wir vielleicht zusammen hingehen wollen. Da haben wir jetzt heute ein Probetraining, um uns das mal anzugucken. Damit ich nicht zu spät komme, muss ich jetzt sofort los und ich hoffe, ich kann euch ein bisschen mitnehmen. Like the cool kids, cause I'm cool kids. Ja, wir sind fertig beim Fitnessstudio. Ich sehe ultra ungesund aus. Ich schwöre, es liegt am Licht. Und es war ganz gut, hat uns beiden gut gefallen. Und jetzt sind wir noch kurz einkaufen gegangen. Sonnenblumen-Peters. Hi, Peeps. Upsi. Boah, ich sehe so unfassbar ungesund aus. So, fertig mit Einkauf. Das mache ich mich auf den Heimweg. Leo Schmeo macht sich auch auf den Heimweg. Noch was zu erzählen? Nix, sonst hätte ich heute die Kamera selbst in die Hand genommen. Erstmal das Video von heute online stellen. Das ist das letzte Video aus der Drogeriewoche. Das ist das letzte Video aus der High-End-Woche. Aber da geht es unter anderem auch um Drogerieprodukte bzw. generell um günstige Tubes. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, ich verlinke es euch auf jeden Fall in der Infobox. Dann muss ich noch den Blogpost fertig machen, der dazu parallel online geht. Da geht es um MAC-Tubes, also um Tubes für MAC-Lippenstifte. Den verlinke ich euch auch unten in der Infobox, falls ihr da noch vorbeischauen wollt. Und ja, das muss ich jetzt erstmal alles fertig machen. Und dann muss ich mir irgendwie was zum Abendessen machen. Ich habe echt Hunger. Und dann wird auch nichts mehr Spannendes passieren, glaube ich. Es wird ein sehr entspannter Freitagabend. Ich habe nämlich morgen früh noch einen Crashkurs und dementsprechend werde ich heute nicht groß irgendwas machen. So viel dazu. Ich muss jetzt erstmal die Einkäufe wegpacken und mich dann an die Arbeit machen. Under the palm trees. In the California sun, sand underneath our feet, the morning's just begun. I don't remember much from the night before, just from that human touch, and now I want more. Ich muss eigentlich nach jedem Essen einen Nachtisch haben und ich habe gerade festgestellt, dass ich quasi alle Zutaten da habe für meinen Lieblingsnachtisch oder für einen meiner Lieblingsnachtische. Das ist ein Rezept, was meine Mama ganz oft macht, was ich mir so ein bisschen von ihr abgeguckt habe. Das ist einfach Naturjoghurt mit Erdbeeren und dann so zerkrümelten Baisers sind das quasi. Ich habe jetzt letztes Mal, als ich die gekauft habe, die mit Zitrone genommen, weil ich ja so ein riesen Zitronenfan bin. Aber ich hatte auch schon die ganz normalen, also die ohne irgendeinen Beigeschmack. Und damit schmeckt es auf jeden Fall super gut. Ich werde jetzt mal ausprobieren, wie es mit Zitrone schmeckt und hoffe, dass es ebenso lecker ist. Mich jetzt erstmal für diesen Tag von euch und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Ich bin schon seit einer ganzen Weile auf der Suche nach einem guten Kokosjoghurt. Bisher habe ich immer nur normalen Joghurt mit Kokosgeschmack entdeckt im Supermarkt, aber der hat dann meistens auch immer Kokosflocken mit drin. Und jetzt habe ich mal den hier von Alpro ausprobiert. Der ist auch wirklich mit Kokosmilch. Und ich bin gespannt, wie der schmeckt. When did the last spark fly? Es ist Samstagmorgen. Ich bin jetzt gleich auf einem Event eingeladen in Düsseldorf von Caudalie. Und ich dachte, ich nehme euch dahin ein bisschen mit. Lena kann heute leider nicht, deshalb muss ich alleine hingehen. Aber ich freue mich trotzdem. Es ist richtig schönes Wetter draußen. Und ich habe total Lust, was zu unternehmen. Und deshalb geht's jetzt los.
did the last park fly. So, ich bin in Düsseldorf angekommen. Ich habe leider eine ganze Weile keinen Parkplatz gefunden. Aber jetzt schon. Ein bisschen entfernt allerdings von dem Event und ich bin auch schon ein bisschen spät dran. Ich suche jetzt mal die Location. Und ich hoffe, es hat noch nicht angefangen. Nothing sure, I just knew somehow. I suspect another Richmond in the field. Who was the first to abandon ship? Who was the first to let love slip? And does it make any difference? Wieso ist das eigentlich immer das gleiche? Ich treffe einen anderen YouTuber und es ist auf mir auf, wie groß du bist. Wie groß du bist? Oh, ich nehme anderen Leuten. Du bist doch, ich bin einfach. Jetzt gibt es Süßigkeiten. Ja. Das klingt nach einem Plan. We were young and we were free and running. Never bothered about what could be coming. Every day we danced and life was smiling. We were young and drunk in love. So, das Event ist vorbei. Es war richtig, richtig schön, wie immer bei Events von Kodalie. Und da ich jetzt schon in Düsseldorf bin, gehe ich jetzt noch ins Frittenberg, da bin ich noch verabredet. Obwohl wir bald in Köln ein Frittenberg kriegen, tatsächlich. Ich dachte mir, wenn ich jetzt schon hier bin und das Frittenberg in der Nähe ist, dann nutze ich das mal noch aus. There's no reason to chase in pavement on my own. Cause you're here to stay every night and day. I'm delighted cause I got you. Changes, but you show me life is full of faces. Sometimes clouds got in our favorite places. Ich bin wieder zu Hause und ich habe wunderschöne Blumen in Düsseldorf gekauft. Und zwar meine ersten Ranunkeln für dieses Jahr sind meine absoluten Lieblingsblumen. Ich kann die immer nicht so richtig unterscheiden zu Pfingstrosen, aber der Händler hat mir erklärt, dass das hier auf jeden Fall Ranunkeln sind. Und das sind 11 Stück für 5,90. Ich finde, das geht sogar einigermaßen. Und die werde ich jetzt erstmal ins Wasser tun. So, wie ihr seht, es ist viel später. Ich habe den restlichen Samstag vergammelt, kann man wirklich sagen. Also ich hatte total den Kopfschmerzanfall und dann habe ich einfach nur ins Bett gelegt und Serien geguckt und Film geguckt. Und jetzt ist es relativ spät schon, kurz vor 10 und ich mache mich jetzt auf den Weg. Ich treffe Lena und noch andere Freunde in der Stadt und das war's dann von mir für heute. Ich weiß nicht, ob Lena morgen nochmal vloggt. Je nachdem. Dann sehen wir uns dann. Samstag. Ich muss mich jetzt noch mal kurz fertig machen und danach geht's los in die Uni. Da ist ein Crashkurs, an dem ich gerne teilnehmen möchte für die Vorbereitung auf meine mündliche Prüfung. Deswegen muss ich mich jetzt noch kurz ein bisschen fertig machen und dann muss ich los. Zu Hause. Der Kurs war echt ganz gut. Ich bin sehr froh, dass ich da war. Danach habe ich noch kurz Laura besucht. Die kennt ihr ja auch mittlerweile und wir haben ein bisschen gequatscht und jetzt bin ich, wie gesagt, wieder zurück und muss jetzt hier in meiner Wohnung auf jeden Fall erstmal staubsaugen und dann meine Küche putzen. Und gerade bin ich dabei, ein paar Blogfotos zu machen. Ich wollte eigentlich nur ein Instagram-Foto machen und dann dachte ich mir, wenn die Sachen jetzt schon einmal so da liegen, dann könnte ich auch gleich Fotos für einen Blogpost machen. Und generell habe ich heute sehr viel Ideen gebrainstormt. Ich habe immer das Gefühl, wenn man zum Beispiel in einem Kurs sitzt oder wenn man irgendwo zuhören muss, dann fallen einem viel, viel mehr Dinge ein, als wenn man sich einfach zu Hause hinsetzt und sagt, so, jetzt lasse ich mir mal ein paar Ideen einfallen. Dann fällt mir das irgendwie immer sehr schwer, aber
wenn so ein bisschen die Gedanken abschweifen, wenn man gerade irgendwo nicht so ganz aufmerksam ist für 10 Minuten, dann fallen einem irgendwie immer die kreativsten Sachen ein. Zumindest ist das bei mir so. Da muss ich noch so ein paar organisatorische Sachen machen, ein paar E-Mails beantworten, ein paar Sachen vorbereiten und ausdrucken und so weiter und so fort. Und heute Abend ist in Köln Ehrenfeld-Hopping. Das ist in Köln in einem Stadtteil quasi so eine Art Bar-Hopping, sozusagen so mehr oder weniger offiziell organisiert. Also man kann dann so von Bar zu Bar gehen und sich Stempel sammeln und dann kommt man am Ende, glaube ich, irgendwie vergünstigt in irgendeinen Club rein oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Auf jeden Fall habe ich schon sehr viel Positives gehört und ich habe es bisher tatsächlich noch nie geschafft, da zu sein, weil immer irgendwas dazwischen kam. Deswegen will ich auf jeden Fall dieses Jahr da hingehen und da gehe ich heute Abend mit Laura hin und wahrscheinlich kommt Leo auch mit und vielleicht auch noch ein paar andere Freunde von uns allen. Also ich glaube, es könnte ein ganz cooler Abend werden und ich werde zumindest versuchen, die Kamera mitzunehmen. Ich weiß nicht genau, wie erfolgreich das wird, aber ja, mal sehen. So, ich habe mal wieder wie üblich viel zu lange am PC gesessen und muss jetzt gleich los und mich noch kurz fertig machen vorher. Und in der Zeit mache ich mir jetzt kurz diese Quinoa-Pfanne warm. Das sind nur irgendwas zu Abendessen. Und das ist relativ einfach und dauert nicht allzu lange. Und fertig gemacht und ich gehe jetzt gleich los. Ich wollte euch noch eine Frage beantworten, die ich sehr oft gefragt wurde unter dem letzten oder vorletzten Vlog, ich weiß gerade gar nicht mehr, da wo Leo und ich in dieser Fotobooth waren, da wurde ich sehr oft gefragt, was ich da auf den Lippen hatte und ich konnte es in den Kommentaren nicht beantworten, weil es mir erst nicht mehr eingefallen ist. Und heute, als ich mich fertig gemacht habe, ist mir wieder eingefallen, was ich auf den Lippen hatte und das zeige ich euch jetzt einmal kurz. Und zwar ist das eine Kombination aus diesen beiden Produkten. Das ist ein Lip Liner von Essence, die Farbe heißt 08 Girl Next Door und dann drüber die Rouge Edition Velvet Lip Cream oder was auch immer das genau ist, in der Farbe 10 Don't Pink of It. Das sind zwei Produkte, die mir einzeln eigentlich nicht so gut gefallen. Der hier ist mir einzeln eigentlich immer viel zu braun. Der hier ist mir einzeln viel zu rosa. Aber zusammen in Kombination ergeben sie dann so ein perfektes Nude irgendwie und halten relativ lange und sehen einfach super, super schön aus. Also kann ich sehr empfehlen und ich finde, das ist eine sehr schöne Lippenkombo. Also ich kann verstehen, warum so viele danach gefragt haben. So viel dazu und jetzt werde ich mich mal auf den Weg machen. Step amaze me, wouldn't it be crazy, wouldn't it be crazy, would you step amaze me?